Also unser Verein heißt Neustadt e.V. Wir arbeiten seit 12 Jahren hier in der Straße. Ich selbst bin seit 15 Jahren hier am Straßenstrich in Berlin, in der Kurfürstenstraße. Wir sind ein Kontaktcafé, sehr niedrigschwellig, haben mehrmals die Woche tagsüber und abends geöffnet. Und die Frauen können hier reinkommen mit allen ihren Anliegen zum Aufwärmen, Essen, Trinken, können ihr Herz ausschütten. Und mit den Anliegen, die sie bewegt, können sie zu uns kommen. Also was auch immer das ist, ob sie begleitet werden wollen zum Gericht oder Ähnliches. Also wir sind offen für all das, was sie an Problemen haben und versuchen dann da einzuhaken. Wir sind sehr niedrigschwellig, wir haben jetzt keine Ansprüche an die Frauen, sie müssen mit uns, sondern sie können hier sein. Ist eine Beziehungsarbeit mit den Frauen und dann, je nachdem wie ihre Situation ist, dann haken wir halt ein. Also hinsichtlich der Bordelle, also es gibt ja eine Anmeldepflicht für Bordelle. Man muss sagen, vor dem Inkrafttreten, also vor 2017, würde ich sagen, hatten wir so eine Art Gesetzlosigkeit. Also jeder andere Gewerbe, jeder hatte Auflagen, musste was erfüllen. Und für Bordelle gab es eben gar nichts. Also da konnte man alles machen, jedes Konzept. Keiner hat sich drum geschert. Jetzt ist es zumindest von der Theorie her, es sind Auflagen, ähnlich, sie müssen sich anmelden. Also zumindest, sage ich mal, hat der Staat die Möglichkeit zu sehen, was passiert eigentlich da. Wo sind die Bordelle, was machen die? Aber halt rein theoretisch, denn in Berlin hat sich nicht mal jedes zweite angemeldet. Also es sind Berlin aktueller Stand 206 Bordelle, die sich angemeldet haben und es gibt zwischen 400 und 600 Bordelle. Wir haben selbst im Rahmen eines EU-Projekts eine Erfassung gemacht, nur der sichtbaren, die mit Internetseiten auf Portalen werben und sind über weit über 400 gekommen. Das heißt, auch 2 Jahre nach Inkrafttreten ist die Mehrheit der Bordelle, hat sich nicht angemeldet und sie müssen auch mit keinen Sanktionen rechnen. Also nach dem Gesetz könnte ja ein Bußgeld in der Höhe von 10.000 Euro. Also mir ist kein Fall bekannt. Das heißt, sie können genauso weiterarbeiten. Und von daher, wo rigoros, sag ich mal, durchgegriffen wird, dann können da zumindest Bordelle geschlossen werden. Aber in Berlin ist das nicht Realität. Und was die Frauen betrifft, es heißt ja Schutzgesetz, sie müssen sich anmelden, was ein Vorteil ist. Sie werden, ich sag mal, natürlich gezwungenermaßen, aber sie werden informiert über Hilfsangebote. Und ich weiß es aus anderen Bundesländern, da haben einige Einrichtungen gesagt, dass sie seit dem Gesetz mehr Nachfrage haben, weil eben die Frauen informiert werden. Was ich völlig kontraproduktiv finde, sind irgendwelche Bußgelder für die Frauen, wenn sie sich nicht angemeldet haben, auch in Berlin. Also gut, da werden keine Bußgelder bisher verhängt, aber es haben sich ja die wenigsten Frauen angemeldet. Also die Zahlen sind jetzt unter 2.000 und es gibt zwischen 6.000 und 10.000 Frauen. So. Die müssen, also ich meine, die müssen auch nichts befürchten. Ich frage hier auch die Frauen. Ich habe jetzt kürzlich habe ich eine getroffen, die hat mir ihren Ausweis gezeigt. Alle anderen, die haben keinen Ausweis. Die haben sich mal vor 2 Jahren sozusagen vorsorglich gemeldet und gehen davon aus, das hat sich Hilfe, also und Schutz. Hilfe wäre halt, wenn mit dem ganzen Gesetz Ausstiegshilfe verbunden wäre. Und da ist halt in dem Gesetz ist nicht 1 Euro vorgesehen. Und das ist das, was es halt braucht, Ausstiegshilfe für die Frauen. Und das ist nicht dabei. Und gesundheitliche Versorgung, eben gerade mit den EU-Bürgern, die ja auch keine Krankenversicherung haben, die sich ja auch nicht behandeln lassen können. Also, und wir haben viel sexuell übertragbare Krankheiten, viele Beschwerden, und die bestehen weiter. Also da ist auch nicht dafür gesorgt.
Was ich gut finde, was ich sehr gut finde an dem Gesetz, ist die Kondompflicht, weil auch wenn die Durchsetzung schwierig ist, aber sie macht klar, wer die eigentlichen Verursacher und ich sag auch mal Täter sind. Also das sind die Männer, die Sex ohne Kondom wollen. Und die Frauen sind ja auch verpflichtet, aber sie werden nicht bestraft. Und das macht eigentlich deutlich, wir schauen natürlich auf die Frauen, aber das eigentliche Problem sind die Männer. Und das wird in dem Aspekt wird es klar gemacht. Und auch, dass eben ausschließlich die Männer bestraft werden können, wenn da eben eine Anzeige läuft. Und es stärkt die Frauen, weil die immer sagen können, wir sind verpflichtet, Kondome zu benutzen und so. Und es gibt ja auch eine schöne Strafe, bis zu 50.000. Kein Fall in Berlin. Ich weiß von Fällen aus Baden-Württemberg, da laufen Verfahren oder sind Strafen verhängt worden. Also auch da ist es vor allem die Sache, wenn man es durchsetzen würde, dann wäre zumindest in manchen Aspekten wäre eine Verbesserung da. Aber insgesamt, sag ich mal, ist das Gesetz für die Frauen nicht wirklich eine Verbesserung. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, der Aspekt mit der Kondompflicht und ich sag mal, zu gucken, wer sind eigentlich die Verursacher, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Aus der Arbeit heraus war ich früher eher skeptisch, was das nordische Modell angeht. Inzwischen, sage ich mal, habe ich die Hoffnung verloren, dass mit einer Regulierung wirklich was erreicht wird. Also ich sag mal, kleine Verbesserungen, aber nicht wirklich die Situation. Und die meisten der Frauen, wie beschrieben, die leben in einem Elend und ihnen wird nicht geholfen. Und da ist das nordische Modell ist halt Fokus, wer ist denn eigentlich der Verursacher für das Elend, was sie machen müssen? Und das ist ja ein Druck auch. Um überleben zu können, müssen sie alles mit sich machen lassen. Also ich würde da schon sagen, der Sexkäufer ist ein Täter. Ich meine, wir haben hier so viele Frauen, die gezwungen werden. Die werden alle diese Frauen werden jeden Tag mitgenommen, missbraucht, vergewaltigt. Also ein Freier muss sich das klar machen, aber will er nicht. Also er geht nur zu Freiwilligen oder sonst wie. Und also was Sexkaufverbot angeht, ist halt, das kann zu einem Paradigmenwechsel, zum Umdenken in der Gesellschaft führen. Und das sieht man ja in Schweden, dass sich da das Bild oder das Bewusstsein, was Prostitution angeht, verändert hat. Aber das Eigentliche, wo ich sagen müsste, wo ein großer Schwerpunkt drauf gelegen ist, ist Ausstiegshilfe. Und das kostet. Also da muss man sich nichts vormachen. Das kostet richtig viel, aber das ist notwendig, wenn man die Frauen im Blick hat und sagt, die Frauen müssen hier was machen in der Prostitution, was mit Gleichheit der Geschlechter oder nicht vereinbar ist, dann muss der Staat auch eingreifen und finanziell aufwendigen. Und das finde ich, muss passieren. Und deswegen in dieser Kombination, sagen wir mal, auch Entkriminalisierung der Frauen, keine Sperrbezirke, keine Gebühren, die sie irgendwo zahlen müssen. In dieser ganzen Kombination bin ich ein absoluter Befürworter des nordischen Modells, wenn das gut gemacht ist und gut umgesetzt wird, vor allem was die Hilfen für die Frauen angeht.